ein kleines Vorwort zum Thema Energy Drink. Bitte nicht trinken, wenn ihr schwanger seid oder stillt. Oder auch wenn ihr Herzprobleme habt, dann bitte trinkt keinen Energy Drink. Ich teste ihn für euch. Ihr wisst auch so dann, wie er schmeckt, ob er gut ist oder wie auch immer. Und ja, viel Spaß beim folgenden Video. Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel. Heute teste ich den nächsten Energy Drink von Esbudget und zwar Sour Cherry. Bleibt dran! Energy Drink. Ich habe mal wieder Lust gehabt, im Auto zu drehen. Ich meine, seit ich angefangen habe, drehe ich ja im Auto und in neuester Zeit auch ab und an zu Hause in meinem Wohnzimmer. Ist auch sehr gemütlich. Aber, ja. Also am gemütlichsten ist es immer noch im Auto und da meine Kamera wieder geht, wie ihr seht, ja, kann ich jetzt an beiden Stellen testen. Das ist doch cool. Kann ich umso mehr Videos für euch machen. So, das, so viel dazu. In meinem Vorwort habt ihr ja gesehen, Energy Drink, ne, ist klar. So, Esbudget Energy Drink habe ich schon einige getestet. Jetzt habe ich noch Sour Cherry und dann habe ich noch Ananas, glaube ich, übrig. Teste ich heute vielleicht auch noch. Das gibt es in Österreich zu kaufen. Was es kostet, weiß ich nicht, aber ich denke mal, dass es hier genauso wie hier diese Billig Energy, dass es in der Preisklasse so um 1 Euro sein könnte. 57 Kilokalorien hat das auf 100 Milliliter, ist schon ein Klopper. Und was ich gerade gesehen habe, dieses Teil hat, wo ist denn das, Zucker, satte 14 Gramm Zucker. Also ist die Zuckerversion und die hat es in sich. Na? Und hier, ich weiß nicht, ob ich das bei den anderen gesehen habe, hier steht drauf Broteinheiten. Hier, das hat was mit Zuckerkrankheit zu tun. Das ist interessant. Broteinheiten. Also dieses Teil hier hat auf 100 Milliliter 1,2 Broteinheiten. Ja, wer mir sagen kann, in welche Größenordnung das sein kann. Sagt mir Bescheid, schreibt es in die Kommentare rein, würde mich sehr interessieren. Broteinheiten, das habe ich noch nie gesehen, außer hier bei Esbudget. Interessant. So, das Design, ganz klassisch, ohne viel Geschnäggel, außer halt hier, dass da Sauer Edition draufsteht. Gefällt mir aber ziemlich gut. Und der Becher ist auch wieder am Start. Also schenken wir ein. Das klingt auch ordentlich nach Dose. Obwohl, ja. Also, für mich muss ein Getränk ordentlich nach Dose klingen. Das riecht. Wie ich noch etwas jünger war, gab es Gummibärensaft. Den gab es wirklich. Also aus dieser Serie mit den Bären, da mit dem Zaubertrank. Diesen Saft, den gab es wirklich. Wenn ich den mal finde, also den gibt es ja nicht mehr. Den hätte ich unheimlich gerne getestet. Ja. Aber das riecht genauso. Wunderbar. Schenken wir ein. Oho, das sieht auch aus wie dieser Gummibärensaft. Nur in etwas heller. Was ist das für ein rosaner Schaum, Leute? Ach du lieber Gott. Also das schäumt ordentlich, aber der Schaum verzieht sich auch so quasi, ja, fast sofort wieder. Das ist irgendwie, ja, naja,
Was sollen wir davon halten, ne? Es riecht echt wie dieser Gummibärentrank. Ja gut, da war ja auch viel Kirsche damals drin, meine ich. Von daher, also das Design, muss ich ganz klar sagen hier, das ist ein kräftiges, ein super kräftiges Rot und es sieht cool aus. Viel Bubbles drin und die halten sich auch sehr, sehr lange und sprudeln so nur so ab und an mal nach oben. Also designmäßig kriegt das Teil von mir schon mal satte 5 Sterne. Also das ist wirklich cool. Eine coole Farbe. Also dann, Prost. Vom Geschmack muss ich sagen, es schmeckt. Also es ist endlich mal ein Getränk, das den Namen Supersauer. Nee, steht noch nicht mal Supersauer drauf. Es steht nur Sauer, Sauer Edition drauf. Das ist mal ein Getränk, das den Namen Sauer Edition durchaus verdient. Na, weil es ist so sauer, dass meine Zähne taub werden. Also es ist wirklich. Wirklich, wenn die Zähne sich dumpf anfühlen, so stumpf irgendwie so, wie Kreide, ja, dann ist es richtig krass sauer, finde ich. Und das ist auf jeden Fall bei dem Getränk hier gegeben. Es schmeckt auch total klasse nach Kirsche. Es riecht sehr lange und sehr intensiv nach Kirsche. Bin ich ein absoluter Fan von, obwohl ich kein Kirschensafttrinker bin. Ich mag mochte Kirsche als Kind schon nicht. Und aber das hier ist super klasse. Oh. Und das ist so richtig sauer. Das geht richtig rein. Das ist richtig sauer. Also geschmacklich würde ich auf jeden Fall sagen, auch satte 5 Sterne dafür für den Geschmack. So, Leute. Ich bin im Übrigen auch auf Dailymotion vertreten. Und bleibt mir weiterhin treu. Ich teste alles für euch durch. Macht mir Vorschläge, was ich noch testen kann. Oder schreibt mir einfach mal, was ihr besser findet. Findet ihr besser, im Auto zu drehen oder im Wohnzimmer? Wobei, ich werde trotzdem beides machen, weil mir beides irgendwie zusagen. Im Auto finde ich geil und im Wohnzimmer, das finde ich auch cool. Obwohl ich das Wohnzimmer noch ein bisschen umbauen werde. Vielleicht ein paar Deko-Artikel noch dazu machen werde, damit es ein bisschen schön aussieht. So, ne? Obwohl das mit meinem Ofen ja ganz cool klappt. So. Das war's wieder für heute. Ein kleines Like, wenn nicht verkehrt. Abonniert meinen Channel und macht mir Vorschläge, was ich noch testen kann. Ihr seht ja, früher oder später ist alles dran. Und die Outtakes und Rülpser sind wie immer nach der zweiten Kamerafahrt über das Ding hier. Was dann? Gute Fahrt, Jungs und Mädels. Auf euch. Boah, das war ein Rülps.
Ui, oh!